Hallo meine Mäuse, ich bin es mal wieder. Ich habe heute ein Aufgebraucht-Video für euch. Und zwar habe ich in dem Monat November wieder jede Menge Produkte aufgebraucht. Und die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Fangen wir einfach mal mit dem Parfüm von Bruno Banani an. Das ist das Made for Woman gewesen. Hat meiner Meinung nach zum Ende hin wirklich sehr nach Litschi gerochen. Ich hatte eine Zeit, wo ich das Parfüm überhaupt nicht tragen konnte, weil der Geruch mir irgendwie auf die Nerven ging, aber jetzt habe ich es mittlerweile doch mal irgendwie wieder gemocht und ich muss sagen, irgendwie bin ich jetzt doch wirklich half froh, dass es leer geworden ist. Hier oben befand sich ja so eine Klemme dran mit so einem Armband. Das Armband habe ich in meine Schmuckschachtel gepackt und ich bin auf jeden Fall wirklich froh, dass das Parfüm leer ist, weil, ja, es war wirklich, wie ich am Ende gemerkt habe, überhaupt nicht mein Fall. Dann habe ich ein Deo aufgebraucht, was ich immer wieder aufs Neue kaufen würde. Und zwar ist das das Balea Deo Spray Pitaya. Das ist ja auch Drachenfrucht und das riecht wirklich lecker fruchtig und der Duft von dem Deo und die Wirkung an sich hält den ganzen Tag über an. Also das ist so eine Wunderwaffe für so wenig Geld und das kann ich eigentlich nur empfehlen. Tücher, die ich aufgebraucht habe von Balea, die Reinigungstücher Light Blue, die haben fruchtig und frisch gerochen, also irgendwie beides in einem. Es war eine Limited Edition, da war so eine dunkelblaue Box noch bei, wo man die Tücher reinpacken konnte. Es befanden sich dabei zwei von diesen Packungen und die Tücher waren echt gut, aber ich würde sie mir nicht nachkaufen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Ich habe jetzt in der Einpackung davon noch ein paar Tücher drin, aber wenn die dann leer sind, dann würde ich mir die auch nicht nachkaufen. Eine Limited Edition, die ich auch noch aufgebraucht habe, ist von Balea Creme Öl Body Lotion mit Mandelöl und Marulanusduft mit 40% pflegenden Ölen samt weiche Intensivpflege. Das riecht wirklich so richtig lecker nach Macadamia-Nüsse und irgendwie nach Pistazienmilch. Ich hatte mal von Alverde sowas in der Art gekriegt, das war mit Pistazienmilch. Und daran hat mich der Geruch total erinnert und die Bodylotion war richtig super. Sie hat gepflegt, sie hat die Haut weich gemacht. Man hat am nächsten Tag auch noch danach gerochen und sie war auf jeden Fall super. Ich habe natürlich auch wieder Coupettes aufgebraucht und diese waren dieses Mal von Lili B. Ja, von Lili B oder Liliebe oder wie ihr das aussprechen wollt. Die 200 Wattestäbchen. Da hatte mich ja hier an der Seite das Motiv angesprochen. Deshalb hatte ich die ja auch gekauft. Es waren Coupettes wie jeder anderen auch, also hatten jetzt nichts Besonderes. Aber haben halt das Make-up super korrigiert, wenn ich sie brauchte. Und ich hatte persönlich nur das Gefühl, dass ich diesen Monat einen wirklich riesengroßen Verschleiß an Coupettes hatte. Das war der einzige Nachteil. Ein Parfüm, was ich auch noch aufgebraucht habe in dem Sinne, da kommt jetzt auch nichts mehr raus, ist das Vampy Kiss. Das hatte ich mir mal vor zwei Jahren ungefähr beim Kick gekauft. Und es ist einfach so abartig, weil wenn man sich das drauf sprüht, man riecht wirklich den puren Alkohol raus. Also ich weiß wirklich nicht, was ich früher an dem Produkt so toll fand. Auf jeden Fall ist es einfach nur schrecklich und überhaupt nicht empfehlenswert. Ein Shampoo, was ich aufgebraucht habe, ist das Schauma Ansatz und Spitzen Mischhaar Shampoo. In der grünen Version, das riecht wirklich mega lecker und das kann ich echt nur empfehlen, weil dieses Shampoo ist richtig genial und die Haare riechen davon super, die Haare werden gepflegt, sie haben einen Glanz, sie sehen gesund aus und die Pflege hält lange an. Also die sind echt super. Und wenn man das Shampoo an sich benutzt, muss man seine Haare auch nicht so oft waschen. Das ist mir auch daran aufgefallen. Ich habe noch das Feuchtigkeitssoufflé von Pantene Pro-V aufgebraucht. Es hat göttlich gerochen. Die Haare waren danach auch wirklich super weich und
sahen auch wirklich toll aus. Nur das Einzige, was mich daran wirklich gestört hat, war in dem Sinne, dass da an sich bei jedem Mal zu viel Produkt rauskam. Das heißt, ich konnte und den Rest, den ich hinterher noch auf der Hand hatte, den man sich eigentlich hätte nochmal in die Haare geben können, was ich aber nicht gemacht habe, weil meine Haare sonst fettig ausgesehen hätten, hätte man einfach in die Tonne werfen können. Und das habe ich dann einfach immer mit Wasser abgespült, weil ich damit nichts anfangen konnte. Ja. Aber auf jeden Fall war das an sich super. Aber würde ich mir auch nicht nachkaufen, weil es ist nicht so billig. Ich habe ein Parfüm aufgebraucht, so eine Probe, und das ist das Just von Cavalli und oh. Oh, das riecht so göttlich. Der Mist da dran ist, dass ich den kleinen Riss, der sich hier unten drinne befindet, nicht mehr rauskriege, weil dieser Zerstäuber da irgendwie nicht mehr dran kommt. Das finde ich echt schade, aber auf jeden Fall ist das ein Parfüm, was ich mir im Originalzustand auf jeden Fall auch mal kaufen möchte. Und da wäre ich auch bereit, das Geld, was es an sich kostet, rein zu investieren. Also das ist echt super. Da gehörte übrigens diese Verpackung zu. Ja. Dann habe ich meine Lieblingsmascara aufgebraucht. Ja, das zerreißt mir wirklich das Herz, weil die 2-in-1 Volume Mascara von Essence mit den zwei Phasen, die war echt der Hammer. Und das war die perfekte Mascara. Sie hat mir wirklich super Dichte an den Wimpern gegeben. Das Volumen war einfach super. Und, oh, die war einfach so toll. Und ich hasse einfach DM dafür, dass sie die aus dem Sortiment genommen haben. Das finde ich einfach nur gemein. Ich habe die so geliebt. Ich habe noch ein Deo aufgebraucht und zwar war das plus 50 ml Free. Das Playboy Play It Sexy. Fand ich jetzt vom Geruch her auch wirklich berauschend. Also es war richtig bezaubernd, aber hat nicht lange angehalten. Von daher muss ich sagen, eignet sich dann nicht wirklich als Deo so für den Körper, sondern mehr als Kleidungsspray. Dass man sich das so auf die Kleidung sprühen kann. Dafür eignet es sich wirklich sehr. Ich habe dann noch ein Puder aufgebraucht und zwar mein Compact Powder gegen Pickel von Manhattan Clearface in der Farbe 70 Vanilla. Ist ja mein Standardpuder und den benutze ich wirklich immer gerne. Ich habe noch in dem Sinne einen Pinsel aufgebraucht. Und zwar hatte ich den mal von der lieben Beauty Dynamite bekommen. Wo in Dortmund ein YouTuber-Treffen war, durften wir alle was aus ihrer Tüte ziehen. Und ich habe den Pinsel von der Glossybox gezogen. Und mittlerweile sieht er so aus. Ich kriege den auch nicht mehr in den Originalzustand zurück. Und der ist beim Auftrag von Blush oder so total schrecklich gewesen. Also, den konnte man da wirklich total vergessen und einfach nur schrottreif. Das letzte Produkt, was ich in dem Sinne aufgebraucht habe, ist ein Labello von BB Young Care. Und zwar kann ich den Drehmechanismus so betätigen, wie ich möchte. Der Labello kommt nach oben einfach nicht mehr raus und das finde ich wirklich ärgerlich. Ich habe den wirklich sehr, sehr gerne gemocht und habe ihn immer wieder gerne benutzt, weil der hat so richtig lecker nach Lebkuchen gerochen. Und das hat mich einfach angesprochen und ich finde es einfach schade, dass ich den nicht mehr nach oben drehen kann, weil da eigentlich noch eine riesengroße Menge am Produkt drin ist. Aber seitdem er mir einmal runtergefallen ist, tut das einfach nicht mehr. Naja, was soll's. Das waren meine aufgebrauchten Sachen für den Monat November. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr auch welche von den Produkten habt, lasst mir doch einfach mal dazu eure Meinung da. Falls ihr irgendwie noch Favoriten haben solltet in Sachen Shampoo oder so, könnt ihr mir das auch gerne mal hier unten drunter posten. Das würde mich wirklich interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns bald wieder. Tschüssi!